Hallo Leute, der Trant hier mit einer besonderen Top 5. Dieses Video, das schleppe ich echt schon seit Jahren mit mir rum. Ich habe schon vor Jahren immer mal die Idee gehabt, genau dieses Video zu machen, war dann aber zu faul und habe mir irgendwie auch gedacht, so, das rafft keiner so richtig. Aber jetzt gab es kürzlich wieder einen Anlass. Also ein Spiel hat den Anlass gegeben, dass ich mich jetzt doch durchgerungen habe, diese Top 5 zu machen. Und zwar geht es um, oh Gott, wie formuliere ich das jetzt? Es geht um die plumpesten und generischsten Science-Fiction-Interieur-Design-Elemente in Videospielen. So kann man es sagen. Den Anlass dazu gegeben hat das Spiel Mother Gunship, ist vor nicht allzu langer Zeit rausgekommen. Ist ein gutes Spiel, nimmt sich auch selbst nicht zu ernst, aber als ich diese ersten Videos davon gesehen habe, habe ich gedacht, so Alter, das kann nicht sein. Das Spiel sieht schon wieder so aus wie das, was ich hier jetzt besprechen will, was ich schon seit Jahren in meinem Kopf habe und was ich einfach nicht rauskriege. Und ja, es war jetzt einfach an der Zeit, dieses Video zu machen. Ich hoffe, ihr rafft es einigermaßen, aber wenn nicht, dann rafft ihr es spätestens jetzt, wo es losgeht. Es geht einfach um Elemente, die zum Design von Interieuren in Science-Fiction-Spielen benutzt werden und die mir fett auf die Eier gehen. Platz 5, Hologramme und transparente Displays. Ich kann ja gleich mal festhalten, dass ich nichts gegen Hologramme generell habe. Die sehen einfach geil aus, die gehören in so ein Science-Fiction-Spiel rein oder auch in Science-Fiction-Filme. Aber wo Hologramme anfangen mich zu nerven, ist, wenn ich merke, so, die machen eigentlich gar keinen Sinn. Wo machen Hologramme Sinn? Ich finde, wenn man räumliche Distanzen darstellen möchte, wie zum Beispiel hier in StarCraft 2, da sehen wir so einen Hologrammtisch und da werden Raumschiffe abgebildet, Flottenverbände kann man da sehen. Und ich finde, da macht ein Hologramm irgendwie Sinn, dass man die räumlichen Distanzen zueinander sieht oder zueinander in Beziehung setzen kann. Das lasse ich mir reingehen irgendwie. Und auch hier haben wir ein Hologramm, was meiner Meinung nach Sinn macht. Das ist jetzt aus Star Citizen. Ja, du kannst nicht so einen großen Bildinhalt irgendwie an deinem Handgelenk rumschleppen. Deswegen gibt es hier ein Hologramm und das macht Sinn. Kann ich unterschreiben. Aber die Top 5 besteht ja aus Elementen, die mich nerven. Und Hologramme fangen mich an zu nerven, wenn sie keinen Sinn machen. Und das sehen wir hier ganz gut bei StarCraft 2. Also nicht nur, dass man hier die nur im Vorbeifahren anschauen kann, sondern hier sieht man es ganz deutlich, Hologramme sind lichtdurchlässig. Du siehst ja alles, was hinter dem Bild ist und dadurch ist der Bildinhalt eigentlich total scheiße erkennbar. Und on top kommt hier noch hinzu, dass die Dinger fast monochrom sind, beziehungsweise sie haben kaum Farben. Die ganzen Bilder werden in Blau dargestellt. Und da kann mir doch keiner sagen, dass ein normales Display nicht besser gewesen wäre, was 16 plus Millionen Farben hat. Das hier ist auch noch ein geiles Beispiel. Man sieht hier ganz genau, dass das Hologramm nur eingebaut wurde, weil es geil aussieht, damit man den Charakter irgendwie filmen kann durch dieses Hologramm durch, dass da irgendwie geile Daten durchschwirren. Aber das Display selber, das wird mich so tierisch abfacken. Das ist einmal wieder nur grün und natürlich siehst du alles, was hinter dem Display ist. Auch ein geiles Beispiel aus Halo. Ein super geil geformtes Hologramm. Das ist einfach eine Hologramm-Litfaßsäule. Und klar, sie haben es hier so inszeniert, dass alle Leute drumherum sitzen. Aber Mann, das sind flache Bildinhalte. Warum werden die als Tonne arrangiert? Das ist eigentlich gleich doppelt scheiße, weil wenn du dir von der einen Seite ein holographisches Bild anguckst, dann scheint das andere holographische Bild auf der anderen Seite dieser Litfaßsäule durch und du erkennst doch gar nichts mehr. Und warum dreht sich das? Der Scheiß dreht sich die ganze Zeit. Du musst eigentlich mit dieser holographischen Darstellung mitlaufen, wenn dich irgendein Bildinhalt in dieser Litfaßsäule interessiert, musst du mitlatschen. Bullshit, ey. Sind wir mal ehrlich. Es ist nur drin, damit es geil aussieht. Und wenn man sich als Designer einen Kopf macht, dass ein Hologramm vielleicht auch Sinn macht, ein paar Beispiele habe ich genannt, dann finde ich es okay. Aber so ein Bullshit, der macht keinen Sinn. Hier noch ein Beispiel aus Vanquish. Kann man sich jetzt nicht ganz so krass drüber aufregen, aber ja, da ist eigentlich auch klar, dass die Hologramme nur aus Fanciness-Gründen drin sind. Wozu stehen hier 5000 Countdowns so? Für jeden Soldat einer oder was? Aber dann haben wir hier bei Vanquish auch nochmal ein schönes Beispiel, wie wir es bei Halo hatten. Was ist denn das für ein scheiß Hologrammpult? Ich habe den Display-Inhalt doch am liebsten in meinem Gesichtsfeld. Muss ich mich hier jetzt noch irgendwie fünfmal... Hey, was geht gerade auf Monitor 5? Warte, ich drehe mich kurz um. Weitere transparente Displays aus Vanquish. Auch Metroid greift auf Hologramme zurück. Das ist jetzt Metroid Other M. Hologramme, Hologramme, alles voll mit Hologrammen. Das ist halt Future. In der Zukunft fliegen Bilder durch die Luft, die stehen frei in der Luft, die schweben. Und hier haben wir auch das Spiel, das dieses Video ausgelöst hat. Mother Gunship, ey, okay. Ich habe gesagt, das Spiel nimmt sich nicht so ernst.
kann man hier auch festhalten, aber guckt es euch an. Red Faction Guerrilla auch wieder im Gespräch durch die Remastered-Version. Haben wir hier bei der Einreisekontrolle auch ein Hologramm. Wir sind in der Zukunft, wir sind im Weltraum, wir sind auf dem Mars. Deswegen kannst du hier nicht einfach nur ein Display nehmen. Das kannst du. Also ein Display, Junge, Alter. Nix da. Bildinhalte werden als Hologramm dargestellt. Auch Deus Ex Human Revolution, natürlich eher so im Cyberpunk angesiedelt, spielt aber natürlich auch in der Zukunft und da werden Bildinhalte geil auf einem Panoramafenster dargestellt. Ist in der Szene ja jetzt eigentlich gar nicht mal so blöd. Sieht ja cool aus, aber was ist denn, wenn die Sonne durchs Fenster scheint? Da kann mir doch keiner sagen, dass man da noch was von erkennen kann. Wobei sich die Deus Ex Human Revolution Designer wohl auch Gedanken gemacht haben, okay, es müssen nicht alles Hologramme sein, denn es gibt auch in den Büros sehr flache Monitore, die scheinen nicht lichtdurchlässig zu sein. Honoriere ich diese Idee, ist ganz geil. Wenn man sich das hier mal anschaut, irgendwie da kommt kein Licht von hinten durch oder man sieht nicht den Schreibtisch dahinter durchscheinen. Cool. Lustig bei diesen Displays ist aber auch, dass man von hinten sehen kann, was man sich auf dem Monitor anguckt. Ich meine, du kannst dir keine prekären Inhalte auf deinem Monitor angucken, ohne dass die Leute, die draußen vorbeilaufen, sehen. Genau, auch hier ein kreisrundes Hologramm mit, Alter, da läuft hier, was läuft da? DNA-Buchstaben-Scheiße durch? Getteka? Ist aus XCOM 2 und ist eins dieser... Ja, wie könnte man diese Hologramme nennen? Das sind Mode-Hologramme. Nee, das sind Deko-Hologramme. Deko-Hologramme könnte man die nennen. Lange Rede, kurzer Sinn. Hologramme in Science-Fiction-Spielen sind nicht wegzudenken. Die müssen drin sein. Aber ich finde, man kann sich auch ein bisschen Mühe geben, dass ein Hologramm Sinn macht. Aber weil es, wie gesagt, auch Hologramme gibt, die Sinn machen in Science-Fiction-Spielen, wo sich die Designer Gedanken gemacht haben, sind die jetzt nur auf Platz 5 gerutscht. Der Bullshit hält sich hier noch in Grenzen. Aber es gibt auch weitaus nervigere Designelemente und das sehen wir jetzt. Platz 4. Sechsecke und Bienenwabenmuster. Sechsecke finden sich meistens im Verbund miteinander, wodurch dann eben das Bienenwabenmuster entsteht. Die benutzt man ganz gerne für Böden. Hier bei Inversion haben wir da irgendeinen Future-Apparat, der die Schwerkraft beeinflusst. Der ist natürlich, damit es auch jeder checkt, dass das Future ist, in Sechsecken dargestellt, die mit Sechsecken gefüllt sind. So rafft jeder, das ist Future, das ist Hightech. Das Bienenwabenmuster wird auch super gerne als Bodentextur eingesetzt, sehen wir hier bei Crackdown 3 oder auch bei Doom. Latschst du einfach mal ein paar Meter lang, dann siehst du gleich, okay, der Boden ist aus Sechsecken. Ist klar, dass du kein Fantasy-Spiel irgendwie designen würdest und da einen Sechseckboden reinbauen würdest. Nee, das Bienenwabenmuster ist reserviert für Science-Fiction-Spiele. Hier ein alter Bekannter, Red Faction Guerrilla. Sechsecke an der Wand, Sechsecke auf dem Boden. Vanquish, Sechseck-Gitterböden. Metroid Other M. Auch Sechsecke an der Wand. Wie soll die Wand aussehen? Mach Sechsecke hin. Selbes Spiel bei Metroid Prime. Da haben wir hinten auch ein paar Sechsecke. Sechseckige Apparaturen an der Wand. Sechseckige Türe. Ja, auch Halo hat ein paar Sechsecke. Sieht man hier. Das ist hier eine Wandstruktur aus, glaube ich, irgendeinem Covenant-Raumschiff. Die benutzen anscheinend ganz gern Sechsecke. Sowohl an Wänden als auch an Böden. Das Helmvisier vom Master Chief hat auch Sechsecke. Warum Sechsecke, ey? Warum finden wir die so Future? Ich glaube, das liegt irgendwie daran, dass... Es liegt nicht an den Bienen, aber nicht nur als Boden- und Wandtextur. Nein, Sechsecke kommen auch oft in Computerdarstellungen zum Einsatz. Hier gepaart als holographische Darstellung. Bei Doom im Anfang wird einfach mal ein Sechsecknetz, ein Bienenwabennetz über die Buchstaben gelegt oder unter die Buchstaben. Hier ist irgendeine Space-Kugel aus Inversion. Irgendein krasses Ding ist natürlich auch aus Sechsecke. Moment mal. Ah, sind auch Fünfecke dabei, sorry. Aber sind auch Sechsecke dabei. Eindeutig Future. StarCraft 2, genauso wie in Halo, das Helmvisier aus Bienenwabenmuster, das signalisiert futuristische Stabilität. Sechsecke werden aber auch gern mal alleinstehend benutzt oder nur im Verbund mit wenigen, so wie hier bei The Surge, da ist es einfach ein Deko-Element an der Wand. Oder weitere Deko-Elemente in Deus Ex Human Revolution, da sehen wir hier auch, das ist eine komplette Sechseck-Bar. Da hängen lauter Sechsecke an der Wand rum, damit man auch checkt, das ist eine Future-Bar. Auch als Firmenlogo, hier haben wir die EDF aus Red Faction Guerrilla. Ist das etwa auch die Earth Defense Force? Ey, ich habe keine Ahnung, es ist zu lange her, wo ich es gespielt habe. Aber das Logo ist auf jeden Fall aus drei Sechsecken gebastelt. So hat ein Science-Fiction-Future-High-Tech-Corporation, Evil-Corporation-Logo auszusehen. Genau, und das hier ist eigentlich das sechseckigste Spiel überhaupt, nämlich Haze. Da besteht das Logo der bösen Corporation. Ich habe vergessen, wie die heißen, ey, aber so sind auf jeden Fall wie viele Sechsecke? Fünf Sechsecke ineinander verstopft. Und die Soldaten haben auch Sechsecke auf ihren Schultern, schön gelb und leuchtend. Der wichtigste Einsatzzweck von Sechsecken oder von Bienenwabenmustern ist in Science-Fiction-Spielen aber das Kraftfeld. Das sehen wir hier besonders schön bei Doom
aus dem Jahr 2016. Haben wir hier schöne, Achtung, da kannst du nicht rein, Kraftfelder aus sechs Ecken. Dann haben wir hier auch noch Fracture, deutlich älter, ist nicht aus dem Jahr 2016, sondern ich glaube 2007 oder so, ist schon uralt. Aber auch da hat man natürlich gerne auf sechs Ecke zurückgegriffen, um ein krasses Kraftfeld darzustellen. Da haben wir natürlich auch wieder die Eigenschaft von sechs Ecken als, das ist stabil. Ey, ein Kraftfeld aus sechs Ecken? Vergiss es, Alter, da geht nichts durch. Hier sind wir bei Inversion, seht ihr das? Ein sechseckiges Kraftfeld, Alter. Der Bösewicht hier in Inversion hat natürlich auch ein Kraftfeld. Und wie wird das dargestellt? Sechsecke. Tightes Bienenwabenmuster. Ja, guck, fällst du hin, ey, weil das so stabil ist. Hier auch wieder das Spiel, das dieses Video ausgelöst hat, nämlich Mother Gunship. Darf natürlich nicht fehlen. Ihr seht, die Zeitspanne Sechsecke sind über die Jahre immer wieder in Science-Fiction-Spielen drin und sie sind einfach nicht rauszukriegen, denn wir sehen hier auch in Mother Gunship das Kraftfeld aus Sechsecken. Und noch ein aktuelles Spiel, The Persistence für PlayStation VR. Da hast du so einen Counter-Move mit so einem Future-Kraftfeld. Und wie sieht's aus? Sechsecke. Ja, Nerven, Sechsecke und Bienenwabenmuster. Egal ob als Bodentextur, Wandtextur, auf dem Helm oder als Kraftfeld. Nö, eigentlich nicht, aber trotzdem gehört es in diese Top 5 rein, weil es so ein ganz plumpes und generisches Standard-Design-Element ist. Ausgehend von der Denkweise eines Designers, der wahrscheinlich echt viel zu tun hat, aber wenn der gesagt kriegt, so ey, wir brauchen hier irgendwie ein Kraftfeld oder bauen wir irgendwie eine Scheibe oder eine Wand oder einen Boden hin, dann wird er wahrscheinlich, also mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit, wird er irgendwo mal ein Bienenwabenmuster oder Sechsecke einbauen. Und deswegen sind Sechsecke und das Bienenwabenmuster auf Platz 4 der Top 5 der plumpesten und generischsten Science-Fiction-Interieur-Design-Elemente. So, was kommt jetzt? Oh, jetzt kommt was, auf was ich richtig Bock habe. Platz Nummer 3. Dumme Zahlen und Zahlen-Buchstaben-Kombination. Wir sehen es hier gleich bei Mother Gunship und wir werden noch ziemlich viel davon sehen. Guckt auf den Boden. Was ist da? Eine 09. Was sau wichtig ist bei Science-Fiction-Spielen oder sau wichtig zu sein scheint, ist, packt da irgendeine scheiß Zahl hin und auch extrem wichtig ist, packt eine 0 davor. 04, Mother Gunship, die scheiß Kiste hat eine 04 drauf und jetzt denkt bloß nicht, das ist irgendwie Kiste 4, nee, jede scheiß Waffenkiste hat die 04 drauf. Warum? Ey, ich habe keine Ahnung. The Persistence, was haben wir da? Eine Kiste, 03. Hier haben wir Halo. 03, das ist irgendein Labor gewesen. Landing Dock 02 aus Star Citizen. Kann ja auch alles irgendwie Sinn machen. Ich meine, wenn ich jetzt an den Flughafen gehe, da sehe ich die ganzen Gates auch irgendwie nummeriert. Aber es ist auf jeden Fall super auffällig, dass in Science-Fiction-Spielen immer an der Wand irgendwo muss eine 01, eine 02, eine 03 stehen, so wie hier bei Vanquish. Jetzt gehen wir mal nach Spielen, um einfach auch die Masse an Zahlen und Buchstabenkombinationen in einem Spiel zu sehen. Wir sind hier bei Destiny. Destiny 2, genau. Da haben wir hier einen Turm mit 01. Hier das Gebäude 02. 02 Tür da drüben. Hier öffnen wir hoch und dann ist es der Eingang S09. Alles klar. Oh, da ist die E03 Wand. Da haben wir auch eine E03 Kiste. Das ist, oh, eine E09 Kiste nebendran. Das ist eine T68 Tür. Moment mal, B79 und T06 auf einem Container. Und da drüben haben wir noch einen S24 Container. Und hier haben wir noch eine schöne A79 Tür. Ja, das war alles in einem Spiel. Und da sollte eigentlich klar werden, der Designer packt da einfach nur Zahlen drauf, damit es geil aussieht. Ist nicht schlimm, aber ich habe da irgendwie drauf geachtet und sehe irgendwie diese ganzen Future-Zahlen. Und ihr werdet es jetzt sehen, ich habe sau viel Material rausgesucht und wir gucken uns das jetzt alle gemeinsam an. Das geht viel zu lang, aber ich habe es rausgesucht und wir gucken uns das an. Conduit C02 aus Fracture, alles klar. Ah, genau, hier haben wir in Fracture den Abschnitt B02, der steht natürlich auch komplett an jeder scheiß Wand, damit es bloß keiner übersieht. Das ist eigentlich eine meiner lieblingskryptischen Zahlenkombinationen, B1-DS3, kleines i, oder ist es überhaupt ein kleines i? Keine Ahnung, aber auch das steht in diesem Level überall dran. Jetzt sind wir hier bei Doom 3, da haben wir natürlich hier die Tür 247M und direkt daneben die 245M. Gibt es hier irgendwo auch eine 246M? Überhaupt, warum fangen wir hier bei 200 an? Oh, 624 WN, Kiste 4109. Ah, okay, jetzt sind wir hier bei meinem Highlight innerhalb dieses Platz 3s. Und zwar ist das Doom 2016, was ich deswegen so geil finde, weil es wirklich alle Variationen von Buchstaben- und Zahlenkombinationen drin hat. Hier haben wir natürlich ziemlich viele Nullerzahlen, 06, ganz wichtig, 06. Eine Tür mit B62 könnte aus Destiny sein. Hier haben wir einen Abschnitt mit 6-2. Ah, okay. Dann haben wir hier noch eine 80 klein B, korrekt, ey. Alles da, oh, P-63 und direkt nebendran R-07. Mann, oh Mann, Level R 01.2, eine Kiste mit 65589. Aber es wird noch geiler, und zwar haben wir hier ein Kommunikationsterminal oder keine Ahnung, es macht eigentlich die Tür auf mit UAC.01.12.11E-1. Wenn das mal nicht Science Fiction ist,
Wenn das mal nicht Science Fiction. So, aber ich habe ja gesagt, das ist nur fast mein Highlight gewesen in diesem Platz 3 oder auf diesem Platz 3. Mein richtiges Highlight geht eigentlich an Deus Ex Human Revolution. Das Spiel hält sich eigentlich ansonsten zurück mit plumpen generischen Designs. Es hat eigentlich ein ganz schönes Interieur oder Weltendesign. Aber wo es richtig punktet, sind kryptische Buchstaben- und Zahlenkombinationen. Und zwar fängt es an hier mit einem SL-001. Die Null ist deswegen so wichtig, glaube ich, weil man dann so checkt, so ey, in der Zukunft, da ist alles so krass systematisiert, so wie wir es Menschen halt gerne machen, so in der Zukunft. Da wird nichts dem Zufall überlassen und dann hat man riesige Systeme von viel. Also viele Räume. Wenn das, hier erkenne ich an, dadurch, dass die da nicht nur SL1 geschrieben haben, sondern 001, Moment mal, Alter, drei Stellen, die haben also mindestens über 100 SLs da. Ja, das ist eine krasse Future. Aber es geht weiter. Hier im selben Clip haben wir nämlich Lab 24 und direkt darüber eine 22. What the fuck? Oh, guck mal, im Hintergrund haben wir noch zwei einzelne Einser. Chemistry Lab 04. Aber wenn du da durchgehst, was stehen wir da? 332? Ey, keine Ahnung. Wird schon irgendwie Sinn haben. Wir sind hier immer noch im unspektakulären Bereich. 2-B, 3-0 im Aufzug. Hier, als der Boss auftritt, sehen wir hinten lauter Säulen mit 206 und darüber auch nochmal eine Zahl dran. Drei identische Maschinen, die alle P5A heißen, okay. Dann haben wir hier Aufzüge, S4, alles klar. Hä? Wieso ist nebendran direkt Aufzug A27? Hat das irgendeine Reihenfolge? Keine Ahnung. Oh, guck mal, das ist hier eine C-186-Kiste. Achtung, Jensen ist gerade durch Gang 54-FS gegangen. Oh, mir geht's nicht so gut. Ich muss mich mal in Reparaturkammer 13-58 legen. Jensen hat hier gerade einen Wachmann auf die Matte gelegt und zwar im Bereich R. A20 bis 27 und hier ist Data Storage 802-11. Das ist doch eigentlich ein Wi-Fi-Standard, oder? So, und hier wird es eigentlich interessant, warum Deus Ex Human Revolution für mich, also warum das jetzt innerhalb dieser Top 3 für mich der Spitzenreiter ist, weil wir haben hier einfach nur eine beschissene Wand, auf der 10330 steht. Was kommt hier irgendwann der Wandputzer vorbei und sagt dann seinem Chef so, ich habe Wand 10330 geputzt und 10331 mache ich jetzt. Jetzt sind wir hier aber richtig im krassen Gebiet. Jensens krasser Flughelikopter, whatever this shit is, der hat alle Zahlen auf sich drauf. B-EE800S, ist das ein S oder was? Oder steht es auf dem Kopf? S6, S9, das steht auf dem Kopf. Egal, drüber ist nämlich eh noch eine andere Zahl, nämlich die 160382, dann haben wir dann noch die B-08 und dann ist da auch wieder die 800, Alter, fick die Henne, was ist denn das, 6S oder was? Der scheiß Helikopter hat so viele Zahlen auf sich drauf, es können für 5 Fahrzeuge reichen, Mann. Aber der Helikopter ist nicht das Ding, mit dem ich diesen Platz beenden möchte, es ist eigentlich, Jensen, lassen wir nochmal schön hier die Leiter hochklettern, es ist diese Random Wand mit LM-ML03-05-06 dran. Es ist irgendeine Kackwand. Und total außerhalb des Sichtfeldes eines normalen Menschen, nämlich so dumm unten in der Ecke, steht LM-ML03-05-06. Ich finde, wenn so eine Zahl auf irgendeiner Maschine draufsteht, das geht gerade noch so. Das könnte ja von mir aus die Modellbezeichnung sein. Aber auf irgendeiner Kack-Random-Wand so eine riesen Zahl hinzuklatschen, das ist, verkauft mich nicht für dumm. Das werden wir in der Zukunft nicht haben. Und das habt ihr da nur hingeschrieben, damit irgendwas draufsteht. Wir können die Wand doch nicht nackig lassen. Also nee, ey. Kann da mal einer eine krasse Zahl draufschreiben, so irgendwie was, irgendeine Zahl, wo der Spieler merkt, so ey, das ist krass in der Zukunft, so. Ja, komm, schreiben wir da LM-ML03-0506 drauf und dann ist das schon Future. So auf jeden Fall Future her. Also das würdest du in der heutigen Zeit nicht sehen, so. An der Wand schon mal gar nicht. Aber in der Zukunft, da kannst du sowas hinschreiben. Bullshit. So, jetzt wird es ein bisschen knifflig. Wir haben noch zwei Plätze übrig. Allerdings habe ich hier zwei plumpe Science-Fiction-Interieur-Design-Elemente, die es beide verdient haben, auf Platz 1 zu kommen. Und deswegen habe ich einfach auch beide auf Platz 1 gesetzt. Wir haben also keinen Platz 2, sondern es geht jetzt direkt nach Platz 3 los mit Platz 1 Nummer 2. Beziehungsweise, ja okay, jetzt kommt Platz 1 Nummer 2 und danach kommt Platz 1 Nummer 1.
Nee, die dürfen kein Ranking haben, die sind beide gleichwertig scheiße. Also, los geht's mit Platz 1, stumpfe Winkel, Schrägstrich, 135 Grad Winkel. Was meine ich damit? Wir wissen alle, was ein rechter Winkel ist. Der hat 90 Grad. Das ist so, zwischen diesen beiden S-Stäbchen gemessen, das hier, das sind 90 Grad. Und ein stumpfer Winkel ist, wenn wir das hier so ein bisschen aufmachen, dann haben wir, ich versuche es mal, könnte das? Genau, ich habe jetzt versucht, 45 Grad da drauf zu packen. Und jetzt habe ich hier einen 135 Grad Winkel. Und diesen bekackten, stumpfen Winkel, manchmal auch wirklich in dieser 135 Grad Ausprägung, manchmal aber auch ein bisschen so oder so, diesen bekackten stumpfen Winkel, den finden wir in allen Science-Fiction-Spielen. Es gibt kein Science-Fiction-Spiel und auch keinen Science-Fiction-Film, wo wir diesen Winkel nicht finden. Und jetzt kannst du sagen, ja Trant, das ist eine Form, die ganze Welt ist voll mit allen Formen. Aber in dieser Penetranz, wie dieser Winkel überall eingesetzt wird, und ihr werdet es gleich sehen, gibt es den nicht in der echten Welt. Den gibt es nur in Science-Fiction-Spielen in einer absolut ungekannten Penetranz, die mich einfach kotzen lässt. Mother Gunship ist der Auslöser dieses Videos und hier sehen wir alles schon zugeschissen. Ey, diese Markierung hier auf der Wand an der Seite, die Metallplatten, der Boden ist voll mit stumpfen Winkeln. Oh Gott, wenn ich hier so lange durchscroll, da sitzen wir morgen noch hier. Egal, guckt euch die Tür an. 5000 Winkel drin. Die haben sich nicht einfach gedacht, nee, wir machen die Tür viereckig oder die Tore oder die... Es ist alles voll geschissen mit 135 Grad Winkeln, mit stumpfen Winkeln. Mother Gunship ist also wirklich voll mit diesen Winkeln. Hier sehen wir den Deckel von der Kiste. Guckt es euch doch mal an, ey. Da siehst du... Also so einen rechten Winkel, wie ich ihn euch eben gezeigt habe, den siehst du hier kaum. Das sind... Überall wurden die Ecken abgeschnitten, weil das ist Future. Dieser Winkel symbolisiert Science Fiction. Wir packen hier überall, ich nenne es einfach mal den Future-Knick, der ist überall. Hier der Kistenrand hat schon so viele einzelne scheiß Future-Knicke, dass mir der Kopf platzt. Ich habe noch so viel Material, ich bin hier gerade bei dem Sekunde 30 und hier der Boden, alles voll mit 135 Grad Winkel, alles voll die Bodenplatten, die Wände, die Ecken. Hier wurde keine Ecke rechtwinklig gelassen. Hier sind wir bei Halo. Guckt, Alter, oh Gott, Halo ist eigentlich auch richtig hardcore, was diese Winkel angeht, ey. Diese Gangstreben an der Seite, die ganzen Texturen, es ist alles voll mit dem Future-Knick. Die gesamte Gangform, die Streben oben an dem Gang, die runtergehen zur Wand, alles im 135 Grad Winkel zueinander. Oh, geil. Hier haben wir auch wieder Star Citizen. Natürlich darf diese Glastür nicht einfach einen geraden Schlitz haben. Die zwei Glastüren dürfen nicht gerade aufeinandertreffen, sondern da muss der Future-Knick rein, sonst wäre es keine Future-Tür. Bei Destiny haben wir hier einen anderen Türschlitz, aber der Rahmen ist natürlich, hat überall diese Future-Knicke drin. Hier haben wir Doom 3. Die Tür kannst du nicht viereckig machen. Es muss knobelig und muskulös aussehen. Da muss einfach mal die Ecke abgeschnitten werden. Und guck dir das mal an, ey. Wie sie hier auch noch... oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es sind... Türen betrifft die 135-Grad-Winkelkrankheit besonders oft, wie man hier sieht. Persistence, auch ein Spiel aus dem Jahr 2018. Ihr seht auch hier wieder die krasse Zeitspanne, über der dieses Design-Element genutzt wird. Da gibt es keine Zeitgrenze. Hier haben wir wieder was Älteres, nämlich Inversion. Das ist eh ein Design-Totalausfall, aber ganz klar, dass genau so ein Spiel scheiß Future-Knicke überall hat. Gebt ihr mal Vanquish. Es ist auch so viel überall. Die Umrahmung hier. Irgendeine scheiß Rille in 1000 Future-Knicken um diese Schleuse drumherum gemacht. Ich kann es gar nicht mehr zählen, ey. Mein Auge blutet vor lauter Future-Knicken. Guck mal hier, wenn die Tür zugeht. Ja, es ist alles voll mit dem Müll. Raumschiff selber hat auch laut... guck, ey, ich meine, das ist eigentlich das beste Bild für diesen Platz 1 in der Top 5 der plumpesten, generischsten Science-Fiction-Interieur-Design-Elemente ever. Ja, Dead Space, tut mir eigentlich leid, dass ich das auch hier so krass reinpacken musste, aber es hat halt alles voll mit stumpfen Winkeln. Das ist auch eigentlich das Allerlustigste, dass man hier einfach so ein Raumteiler aufgestellt hat oder was das ist. Keine Ahnung, Bleche an Stöcken aufgehangen und dieser Scheißstock hat natürlich auch einfach mal so einen Knick drin. Hier ist alles, hier die Wand. Die Ecke wurde natürlich auch abgeschnitten. Bloß keine 90-Grad-Ecke reinmachen, weil sonst ist es nicht Science-Fiction, sonst ist es nicht Future. Doom 3 natürlich auch ein etwas älteres Spiel. Wann kam das raus? 2004, wenn ich mich nicht täusche. Natürlich sind hier auch die stumpfen Winkel überall vertreten. Wenn wir hier mal an den Counter gehen,
die Durchsprechlücke in der Scheibe in Form eines stumpfen Winkels. Wieso habe ich denn das hier reingepackt? Das sind ja Sechsecke, die habe ich, glaube ich, hier falsch einsortiert. Doom 2016, ich kann es schneller durchscrollen. Ihr seht es überall, Geländer, Säulen, Böden, Fenster natürlich auch. Eigentlich, hier hat man ein sehr schönes Beispiel, dass man die Ecken auch überall abgeschnitten hat. Achteckig könnte man auch sagen, die Tür, durch die ich eben auch gegangen bin, achteckig. Und Star Citizen natürlich auch, das kann sich dem Future-Knick nicht entziehen. Sei es jetzt hier die Bodenmarkierung auf dem Landedock oder... hier fliegen wir an einem Hochhaus vorbei, wo oben ein Hologramm ist mit Future-Knicken und geil drunter auch noch ein sechseckiges Logo. Das ist die Zukunft. Stumpfe Winkel. Hier haben wir noch ein ganz schönes Beispiel, was ich einfach reinnehmen musste, weil es ein scheiß Pad ist. Ein scheiß iPad oder was das ist, was er da in der Hand hat. Ey, zum Glück ist das nicht noch irgendwie transparent. Das wär noch die Krönung. Aber wir haben hier natürlich Sechsecke drauf. Und die Ecken sind abgeschnitten. Natürlich müssen die Ecken abgeschnitten sein. Das ist ein futuristisches, krasses Pad, was der in der Hand hat. Und das kann nicht einfach viereckig sein. Und hier finde ich es auch besonders geil aus Remember Me. Da haben sie einfach nur eine Ecke abgeschnitten. Aber sie konnten es nicht viereckig lassen. Sie mussten eine Ecke abschneiden. Oh, ich habe irgendwie einen Kreisi gerade. Aus Remember Me, sie mussten eine Ecke abschneiden und besonders lustig fand ich das, als ich dann die andere Seite dieses Pads gesehen habe. What the fuck? Ich raff's nicht. Haben die es umgeklappt oder was? Selbst das User-Interface ist voll mit Knicken und dazu kommen wir ja jetzt erst, weil jetzt haben wir eigentlich nur physische Elemente angeguckt, Türen, Wände. Jetzt kommen wir erst zur richtigen Pest, der 135-Grad-Winkel. Nee, eigentlich noch nicht. User-Interfaces in Spielen sind zugeschissen. Mother Gunship, das ist die richtige Pest. Guckt's euch an. Überall haben die Designer auf ihr User-Interface. Sie konnten es nicht einfach irgendwie viereckig lassen oder so. Oder sich eine andere, einfache Form ausdenken. Es muss alles überall dieser Future-Knick sein. Überall die Umrandung so. Warum? Warum ist das so? Jetzt kann man sagen, ja, damit es aussieht wie Science Fiction. Aber genau das ist der Punkt. Es ist nur da, damit es aussieht. Es hat keinen Sinn. Hier auch eher weniger schlimm, aber auch omnipräsent überall bei Dead Space die Holographie, ne? Da haben wir wieder einen Punkt. So, überall sind die scheiß Ecken abgeschnitten. Da haben wir ja ein Sechseck, aus dem sich dann das Future-Menü aufbaut. Metroid, guck's euch an. Kannst du nicht einfach so einblenden oder so? Nein, das ist ein Science-Fiction-Spiel. Da hat Mistletank Acquired gefälligst in diesem stumpfwinkelten Kästchen drin zu stehen. Das ist auch geil, hier diese holographische Darstellung aus Halo, die besteht eigentlich aus nichts anderem. Es besteht nur aus stumpfen Winkeln. Sonst nichts. Absolut keine Zahlen, keine Buchstaben, keine anderen Formen. Einfach nur bekackte stumpfe Winkel. Denn es ist Future. Auch The Persistence, wie Mother Gunship, ein Spiel aus dem Jahr 2018, überall mit spacey aussieht und nach Weltraum und Future. Die Displays müssen zu... Hey, ist euch jetzt mal aufgefallen, dass wirklich alle scheiß User-Interface-Anzeigen auf irgendwelchen Weltraum-Science-Fiction-Future-Spielen-Displays, dass die alle so aussehen? Oder ihr könnt mir doch echt nicht vorwerfen, dran, du hast Probleme. Nee, das ist wirklich schlimm. Es ist eine Pest und ich ehre jeden Designer, der es schafft, in einem Science-Fiction-Spiel diese hässliche Scheiße zu umgehen, der sich was Neues einfallen lässt, der sagt so, ja, ich kann ein User-Interface oder ich kann einen Display-Inhalt oder auch von mir aus Gebäudestrukturen erschaffen, die aussehen wie Weltraum, wie Science-Fiction, aber ohne den Future-Knick oder ohne den so inflationär einzusetzen, so. Wenn einem was anderes einfällt oder wenn man das ein bisschen aufbrechen kann oder durchmischen kann mit anderen Formen, und nicht nur einfach sagt so, ey, ich pack einfach Future-Knicke überall rein, dann ist es schon Future. Dann hat er meinen größten Respekt verdient, weil es scheint echt eine krass schwere Aufgabe zu sein. Wir sind ja noch gar nicht fertig, weil die richtige Pest in diesem Block ist, wenn Displays, also nehmen wir mal an, die Bildschirminhalte haben diesen Future-Knick in sich drin. Die größte Pest ist, wenn der Designer gedacht hat, er muss auch die Display-Form, wenn es jetzt kein Hologramm ist, also das Gerät, auf dem dieser stumpfwinklige Inhalt läuft, auch noch, er muss das Gerät auch noch auf diesen Inhalt anpassen und dem auch noch Future-Knicke verpassen. So wie hier bei Halo,
Wo sie den Monitoren... Gib dir das mal! Was ist an einem viereckigen Monitor so verkehrt? Wozu brauchen die noch in der Mitte diesen bekackten Future-Knick? Diese Scheiß-Ausbeulung! Scheiße, Mann! Oh, so, und jetzt sind wir hier bei Metroid Other M. Da sehen wir hier eine wunderschöne Tastatur, die auch nicht einfach viereckig sein kann, sondern sie muss überall abgeschrägt sein. Abgeschrägt. Und im Hintergrund sehen wir noch eine andere Variation von bescheuert geformten Monitor, Entschuldigung, wo der Knick nach innen geht. Nee, nicht einfach nur viereckige Wände, nicht einfach nur gerade Wände, sondern let's put that future knick in it. Das macht mich rasend. Oh, das ist auch schön, oder? Guck mal hier. Was haben wir denn hier für Future-Knicke? Ah, die Kamera zoomt raus und die Knicke gehen nach innen. Arr. Und jetzt haben wir hier eigentlich, was jetzt die Form von Displays im Future-Design angeht, haben wir hier eigentlich einen Spitzenreiter. Ich kotze gleich. Es ist wieder mal Doom 2016. Gib dir mal diese Display-Form. Links oben eine Ecke abgeschnitten, rechts oben eine kleine Ecke abgeschnitten, unten noch schon so ein scheiß Böppelnei gebaut. Und hier, was ist denn das hier? Was denn links unten passiert, Mann? Was ist denn das für eine Displayform? Oh, guckt euch mal an. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Da sind ja Sechsecke auf dem Display. Doom 2016 war jetzt schon echt geil, aber ich habe hier noch einen ganz großen Spitzenreiter in dieser Unterkategorie, der Unterkategorien der stumpfen Winkel. In der Unterkategorie der Displays, die stumpfe Winkel haben, obwohl meiner Ansicht nach ein viereckiger Bildschirm das Beste ist, der Spitzenreiter in der Unterkategorie schwachsinnig geformte Displays in Science-Fiction-Spielen hat StarCraft 2. Guck dir diesen Bullshit an. Das ist doch ganz klar, dass dieses Display einfach nur so geformt wurde, damit es future-mäßig aussieht. Guck mal da oben, wenn diese Kreise da was zu sagen haben, da diese kleinen, dann passen die nicht aufs Display drauf, weil sich irgendein schlauer Designer gedacht hat, hey, da muss der Future-Knick rein, da muss die Beule rein, das Display darf nicht viereckig sein. Hier, Kerrigan zieht sich ein sechseckiges Display zu sich. Nice, nice, geil, es kommt hier alles zusammen, was zusammengehört. Hier haben wir auch nochmal ein anderes, kleineres Display, auf der sie sich eine Fernsehsendung angucken. Ey, ohne Scheiß, im StarCraft 2-Universum zeichnet die Kamera so ein Bild auf oder was? Und hier auch StarCraft 2, wieder ein anderes. Die haben 1000 Displayformen, ey. Und was ist der Sinn davon? Es weiß keiner. Der Sinn davon ist kein Sinn. Der Sinn ist einfach nur, ja, ist ein Science-Fiction-Spiel, deswegen sieht das Display so aus. Das ist der einzige Grund. Der einzige Grund. Und ich sehe das nicht ein. Ich sehe das nicht ein. Ein Display in dieser Form macht keinen Sinn, weder heute im Jahr 2018 noch im Jahr 2300, schieß mich tot, wo auch immer diese Spiele spielen. Wir werden in Zukunft, sag ich euch, gebe ich euch Brief und Siegel, kann keiner nachprüfen, aber wir werden in der Zukunft nicht solche Bullshit-Displays haben. Ich weiß das. Ich weiß das einfach, ich kann in die Zukunft gucken. Aber auch das ist noch nicht mein Höhepunkt, sondern der Höhepunkt dieses kompletten, viel zu lang anhaltenden zweiten Platz 1 ist meiner Top 5, geht an StarCraft 2, lol. Die haben eine analoge Armbanduhr da eingebaut, was ich irgendwie ganz cool finde, so ey, Future-Spiel, und dann hast du einfach mal so aus Style-Gründen, hat er eine analoge Uhr an, aber sie konnten es sich nicht nehmen, das Ziffernblatt zu umrahmen mit dem Future-Knick. Eine analoge Uhr! Eine scheiß analoge Uhr, aber auch die kann den Future-Knick, die muss stumpfe Winkel haben. Denn es ist eine analoge Uhr aus der Zukunft, aus einem Science-Fiction-Spiel, und die muss stumpfe Winkel haben. Well done, StarCraft 2. Well, well done. So. Das war ja jetzt schon ganz schön schlimm. Das war, wie gesagt, wie ich finde, verdientermaßen Platz 1. Der stumpfe Winkel, er ist überall. Aber ich habe ja gesagt, es gibt noch einen zweiten Platz 1. Und ihr fragt euch, was kann noch krass nerviger in Science-Fiction-Spielen sein, was das Design angeht? Was kann noch penetranter eingesetzt werden als der stumpfe Winkel oder als Hologramme oder als
dumme Zahlenkombination mit LM-ML. Was kann noch schlimmer sein? Der zweite Platz 1 in der Top 5 der plumpesten und generischsten Science-Fiction-Interieur-Design-Elemente in Videospielen geht an die Schwarz-Gelb-Schraffierung. Hier habe ich mir jetzt überhaupt keine Mühe mehr gegeben, irgendeine Dramaturgie einzubauen oder so. Ich scroll es einfach durch. Wir sind ja bei Binary Domain, auf dem Boden, an der Wand, überall die Achtungkanten. Genau, ich nenne diese Schwarz-Gelb-Schraffierung einfach Achtungkante. Das macht es einfacher. Sie ist nämlich scheiß nochmal überall, auf dem Boden, an Türkanten. Ja, ich weiß, die haben auch in unserer echten Welt haben die irgendeine Daseinsberechtigung. Die zeigen nämlich dem Menschen, Achtung, hier kann sich irgendwas bewegen, pass mal lieber drauf auf, das ist eine krasse Kante oder so, da stoß dir nicht in den Kopf. Aber die scheiß Science-Fiction-Spiele sind überall mit zugeschissen. Gibt dir das hier, der Aufzug, die Aufzugtür, die Achtungkante. Das ist hier irgendwie gerade kein Industriegebäude, sondern das sieht mir aus wie ein Bürogebäude. Muss da so eine scheiß Achtungkante hin? Dann haben wir es hier bei... Was, ich vergesse immer den Namen. Bulletproof. Ja, natürlich. Ey. Ihr seht auch hier schon wieder die 1000 stumpfen Winkel, aber natürlich auch krass fette Achtungkanten. Denn nur so, nur durch diese Schwarz-Gelb-Schraffierung ist das generische Science-Fiction-Design komplett. Ja, du kannst alles mit stumpfen Winkel vollscheißen, aber erst mit der Schwarz-Gelb-Schraffierung ist dein Science-Fiction-Interieur so richtig, richtig Science-Fiction. Destiny wieder, die Tür hatten wir jetzt schon zum dritten Mal in dieser Top 5. Schwarz-Gelb, wo man hinguckt. Doom 3 in der Küche, lol. Warum ist denn die scheiß Arbeitsplatte gekennzeichnet mit so einer Schraffierung so? Das Tastenfeld, Vorsicht, stoß dir deinen Kopf nicht am Tastenfeld. Alles voll, die Waffen, Achtung, Achtung, überall sind Achtungkanten. Alles voll mit Achtungkanten. Die Wand, der Boden, die Leiter, die obere Sprosse von der Leiter. Bei Doom 2016 merke ich eigentlich, dass ich eigentlich die Farbe Gelb auch hätte auf Platz 1 setzen können, weil die ist auch überall in scheiß Science-Fiction-Spielen. Aber ich habe mich dafür entschieden, die Achtungkante auf Platz 1 zu setzen, weil sie ist verdammt nochmal überall. Achtung, lauf nicht in die Kisten rein. Hier haben sie leider auch einen spielerischen Zweck, nämlich hier erkennt man, dass es Griffkanten sind, dass man da hochhüpfen kann. Wobei, das haben sie auch durch Lämpchen gekennzeichnet, da brauchst du nicht noch die Schwarz-Gelb-Schraffierung. Aber egal, wir haben die Textur gerade da, also klatschen sie doch überall drauf. Überall, überall. Du musst aufpassen in der Zukunft. Überall kannst du den Kopf stoßen oder kannst du stolpern. Hier sehen wir es bei Fracture. Alles zu, als ob einer diese scheiß Säulen nicht sehen will. Das ist auch kein Raum, wo Fahrzeuge drin rumfahren, wo man krass aufpassen muss. Und hier sind auch keine beweglichen Gegenstände oder so. Hier haben sie einfach nur die scheiß Textur auf eine Säule geknallt, weil denen ist nichts Besseres eingefallen. Oh, lustig, guck mal, hinten ist auch ein Hologramm. Kennen wir irgendwoher, ne? Und nicht nur die Schwarz-Gelb-Schraffierung, sondern auch B02. Alter, so langsam fügt sich alles zusammen. Hinter dem Geländer, was mal wieder abgeschrägt ist, was lauter stumpfen Winkel hat, die ganzen Streben von dem Geländer sind alles schwarz-gelb schraffiert, aber auch Halo. Natürlich kann sich auch Halo der schwarz-gelb Schraffierung nicht entziehen. Es ist auch so geil, weißt du, die eigentliche Stolperkante ist nicht markiert, aber was auch immer davor ist, hat eine schwarz-gelb Schraffierung. Und Vanquish ist leider auch ein Spiel, das war gut, nicht wegen des Interieurdesigns, sondern trotz. Das ist nämlich auch voll mit den ganzen Science-Fiction-Interieurdesign- Klischees. Es hat überall diese Schwarz-Gelb-Schraffierung, es hat überall sechseckige Böden, Achtungkanten, stumpfe Winkel, Hologramme, transparente Displays, alles voll. Anscheinend kannst du die Zukunft nicht anders aussehen lassen als so Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Und hier ist auch schön, was sind denn das da hinten für krasse Turbinen oder was sind das, Raketenturbinen oder so? Da kann sich jetzt echt keiner in den Kopf dran stoßen, aber natürlich sind sie komplett umringt mit einer schwarz-gelben Achtung-Schraffierung. Achtung, pass auf, hier ist irgendwas Rundes. Besonders lustig fand ich auch bei Red Faction Guerrilla, dass sogar der Ladebalken schwarz-gelb schraffiert ist. Die schwarz-gelb schraffierte Kante gibt es hier auch in holographischer Form. Wie geil. Und Star Citizen überall. Achtung, nicht stolpern. Gelb, gelb, Persistence. Hier haben wir wieder das System Shock Remake. Überall schwarz-gelb, wo man hinguckt. The Search, überall. Ah, das nimmt kein Ende. Wie viel habe ich denn hier noch rausgesucht? Auch Deus Ex Human Revolution, habe ich am Anfang gesagt, leistet sich nicht so viele Schnitzer, was diese Design-Klischees angeht. Aber ey, ich meine, guckt es euch an. Oh Gott, es ist so viel. Es ist schwarz-gelb, 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 schwarz-gelb. Es nimmt kein Ende. Wann ist dieser Scheiß-Clip hier endlich zu Ende? Jetzt ist er zu Ende. Ja, das war jetzt ein schlimmes Video. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt irgendwie rausrechnen soll. Ich glaube, ich lasse es einfach doch wieder in der Versenkung verschwinden, weil ich fühle mich irgendwie nicht wohl damit. Wahrscheinlich denken jetzt alle, ich habe sie nicht mehr alle.
Oder ihr sagt so, ja krass, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Jetzt weiß ich auch, warum mir diese Spiele so auf die Eier gehen. Diese Spiele, ich konnte es nie definieren, warum mir dieser Look so auf die Eier geht. Aber ja, Trant, du hast recht. Es ist penetrant, das ist nervig und ich kann es auch nicht mehr sehen. Vielleicht seid ihr so jemand und sagt dann so, ja, ich kann verstehen, warum du so außer Atem bist und so in Rage. Es ist schlimm, es ist eine Pest. Es kann auch sein, dass es euch nie aufgefallen ist und ich habe euch jetzt sämtliche Science-Fiction-Spiele versaut. Dann tut's mir leid, aber es musste einfach raus. Wie gesagt, ich trage diese Video-Idee seit Jahren mit mir rum und es musste einfach raus. Mother Gunship hat's aus mir rausgeprügelt. Es ist voll damit und ich muss es einfach rauslassen. Wie auch immer, das soll es gewesen sein. Wenn euch das Video in irgendeiner Art und Weise unterhalten hat, dann lasst bitte gerne ein Abo da oder ein Like. Macht die Glocke an, ihr kennt das Prozedere. Und ich bin raus. Ich bin raus. Aus diesem stumpfwinkligen, schwarz-gelb schraffierten, kurzbuchstabig bullshittigen Hologrammschatten.